Okay, meine Freunde, es geht weiter und ich trinke erstmal kurz was. Mann, oh Mann. Und sehen wir uns mal diese Tür da kurz gleich an, aber erstmal. Man kann da oben schon speichern. Da war ein Speicherpunkt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, war auch. Gut. Okay, schon eigentlich beachtlich, dass ich schon Stufe 6 bin. Benutze ich das hier und schneide gleich wieder die Kämpfe raus. Weil es immer die gleichen Kämpfe sind. Stückchen, dann bin ich an Level up. Okay, dauert noch ein bisschen. Ah. Der letzte Kampf. Okay, dann erledigt. Da gibt's nichts. Da gibt's auch nichts. Eine Karte. Okay, gut. Königsanhänger 5 kann man gebrauchen. Ach ja, ich habe was Neues gelernt. Reisechronik ist es. Kartenindex. Nein, Geschichte. Warte, wo ist das? Wo kann man das sehen? Status. Ach ja, das hat er gelernt. Betäubungsschlag. Betäube umgehende Gegner mit einem einzigen Schlag. 20 bis 23 braucht es. Vom Gesandtpferd. Ich habe noch eine neue Karte bekommen. Eine Feindeskarte. Schattenlicht. Der Wert aller Karten steigt um 1. Wenn man es einsetzt. Erweitert die Reichweite von Angriffskarten etwas. Okay, dann muss ich erstmal eine Karte da rausnehmen. Karten weg. So. Und Karten hinzu. Geht doch. Warte mal, da kann ich doch noch ein paar Karten wegmachen. Karten hinzu. So. So sieht das schön aus. Okay, was gibt's hier noch? Ach, ich wusste, dass das dieser Raum ist. Königsanhänger 5 kann ich. Ich meine, 1 brauche ich eh nicht. Okay. Könnt ihr mir irgendwas geben, außer diese ganze Kacke da? Okay, das ist ein spezieller Raum. Da braucht man sowas. Und momentan habe ich das nicht, deswegen kann ich da nicht hin. Da kann man spezielle Sachen bekommen, wie eine Beschwörung oder eine Spezialattacke oder irgendwas anderes. Da muss man extra den ganzen Weg zurückgehen. Und zur Info, man kann aus dem Camp rausgehen, wenn man einfach nach draußen... Also, man geht einfach aus dem Bildschirm, versucht man einfach rauszugehen, einfach, man verläuft einfach ganz nach rechts, dann steht irgendwie eine Fluchtanzeige und dann kann man rausgehen. Und ja, Stufe 7 ist da jetzt, ist gut. Jetzt geht es weiter mit der Story. Der Kundentyp ist auch wieder da. Und Zora, wie lief die Begegnung mit alten Erinnerungen? Ich fand's schön, alle mal wiederzusehen. Aber warum als Illusion? Was willst du von mir? Es kommt darauf an, was du zu geben hast. Meinen Körper? Du Pädophiler? Oh! Buh! Was willst du? Ich fand's langweilig, dass immer nur du den Helden in Beschlag nimmst. Ach, sag jetzt nicht, ich muss jetzt... Oh nein. Vielleicht möchtest du ihn auf die Probe stellen. Vielleicht möchte ich das. Vielleicht auch nicht. Axel. Jetzt bin ich wohl am Zug. Du Meister des Schlüsselschwertes. Ich heiße Axel. Oh, Entschuldigung. Merkt ihr das? Klar. Gut, du lernst schnell. Und Zora, jetzt, wo wir uns persönlich kennen. Lust zu sterben? Chakrams. Stirb mir bloß nicht weg. Okay, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Schlagen. Ah, okay. Fick. So aufgeheilt. Okay. Er hat ihn getroffen.
Rutschattacke. Ja, jetzt muss er seine Karten wieder auffüllen. Aber wenn ich ihn in der Zeit ihn angreife. Okay. So und so. Und ja. Okay, ich schlag mich bisher gut. Rutschattacke. Und weg mit dir, Bastard. Und wir kriegen den Feuerzauber. Feuerstufe 5. Weltenkarten halten. Noch mehr Karten? Hm, die sehen aus wie die Karte, die die Stadt Travis erschaffen hat. Dann brauchen wir die hier, um weiterzumachen können. Weiterzumachen zu können. Korrekt. Der war noch nicht dort. Axel! Hast du gedacht, ich gebe nach so einem Auftritt einfach den Level ab? Du hast also nur unsere Stärke auf die Probe gestellt. Glückwunsch, Sora. Ihr habt bestanden. Nun könnt ihr es mit dem Schloss des Entfallens aufnehmen. Folgt und vertraut euren Veränderungen und sucht, was ihr vergisst. Dann werdet ihr jemanden Besonderen finden. Du meinst Rico und den König? Ich weiß es nicht. Du musst dir eben klar darüber werden, wer dir am wichtigsten ist. Unsere allerwertvollsten Erinnerungen liegen tief in unseren Herzen verborgen. Und sind außer Reichweite. Doch du kannst deine finden, Sora. Wo und wie? Das Licht im Dunkeln, du siehst es nicht mehr, Sora. Und du hast vergessen, dass du vergisst. Licht? Das verstehe ich nicht. Soll ich dir einen Hinweis geben? Nein. Und Sora? Nein, ich will es selbst herausfinden. Und wenn du mir in die Quere kommst, schlitze ich dich auf. Wette nicht, das lassen wir nicht zu. Ja, Donner, du kannst dir was machen, ja. Gute Antwort. Was anderes habe ich vom Meister des Schlüsselschwertes nicht erwartet. Aber sei vorgewarnt. Wenn deine schlafenden Erinnerungen erwachen, bist du wohlmöglich nicht mehr du selbst. Mhm. Okay, und was sagt ihr? Glaubst du, es kommt noch mehr von dort, wo Axel und die andere herkamen? Kehrst du später wieder zurück und musst deine Neuron regenerieren. Wenn uns Axel wieder begegnet, überlass ihn mir. Wieso hat er gerade so Probleme, weiter hochzugehen, Mann? Hm. Stimmt was nicht, Jiminy? Jiminy Krille. Mir geht es nicht aus dem Kopf, was Axel gesagt hat. Was könnte er mit dann... Dann bist du wohl möglich nicht mehr du selbst gemeint haben. Ach was, man konnte immer nur Mann selbst sein, oder? Ich weiß, aber trotzdem müssen wir auf der Hut sein. Stimmt, hier könnte sonst noch sonst was passieren im Schloss. Wie heißt es doch gleich wieder? Castle Oblivion? Schloss des Entfalls. Genau, das war mir entfallen. Ha ha ha. Ich trinke mal was und vergiss mal diesen Flachwitz von Goofy. Ah. Wir schaffen das schon. Egal, was die anderen aushecken, gemeinsam sind wir stark. Best Friends Forever. Ey, erinnerst du dich noch an das andere Schloss, das wir erkundet haben? Das mit den vielen Fallen. Hollow Bastion, hieß es. Wie die Leute, die Kingdom Hearts noch nicht gespielt haben. Wann war das? Fallen an so ein Schloss, erinnere ich mich nicht. Wie hieß das gleich wieder? Holland. Nee. Hab ich vergessen. Ach du meine Güte. Hast du dir das auch nicht ausgedacht? Ach, die fangen langsam an, das zu vergessen. Ich glaube nicht. Okay, Schloss des Entfalls. Zweiter Stock. Speichern. Die drehende Kugel ist in Welt durch. Kannst du dich da inzwischen im Stand vertreten? Ja. Okay, sehe ich mal an. Ich kann jetzt zu Stadt Travis wieder, wenn ich diese Spezialkarte holen will. Z2 Walten. Karten hinzu. 19. Ach, ich brauche noch ein bisschen KP-Punkte. Muss ich demnächst dann machen. Was sagt ihr? Wenn wir warten, bis sich Goofy erinnert, vergeht eine ganze Woche.
Komisch, wieso erinnere ich mich nicht? Karte zeigen. Also jetzt haben wir die Möglichkeit zwischen Agrabah, Arena des Elims, Wunderland, Monstro und Halloween Town. Ich mache erstmal Arena des Elims, danach Monstro, dann ich mache dann nach einer bestimmten Reihenfolge. Schaut mal, eine Ankündigung. Es ist egal, wie man das macht. Also ich mache nach meiner Reihenfolge. Das gibt's doch nicht. Es geht um einen Wettbewerb. Sie nennen ihn das Arena des Olymps Überlebensturnier. Die Teilnehmer müssen an einem Hindernislauf teilnehmen und sich dabei ausstechen. Hört mal, auch der große Held Herkules wird an diesem Turnier teilnehmen. Wer ist Herkules denn? Hier steht, dass er noch nie besiegt worden ist. Ach so. Das klingt nach Spaß. Sollen wir nicht auch teilnehmen? War klar, dass du das sagst. Bei jedem Wettbewerb bist du immer Feuer und Flamme. Du wirst auch ohne uns mitmachen, stimmt's? Richtig. Genau. Dann müssen wir wohl notgedrungen mitmachen. Richtig, wartet mal. Hier steht noch mehr. Nur Teilnehmer, die am ersten Lauf siegreich waren, nehmen am Hauptwettbewerb teil. Hier steht, dass der erste Lauf gleich nach vorne beginnt. Worauf warten wir dann noch? Auf geht's! Okay, jetzt müssen wir wohl um unser Leben laufen, aber jetzt kommt ein guter alter Zeitgenosse mit heißem Kopf. Hey, Auszeit, was steht denn hier? Herkules ist ein Vorbild an Stärke und Edelmut. Der perfekte Held? Boah. Er ist also absolut perfekt. Mir brennt der Hut. Wenn ich bloß an diesem Kerl denke, fange ich an zu kochen. Oh, wie gerne nur würde ich in die Unterwelt verbannen. Für immer. Dafür hast du ja mich angeheuert. Das stimmt. Du bist mein Mann. Cloud. Final Fantasy 7. Deine Aufgabe ist es, Herkules bei den Spielen zu besiegen. Sobald du ihn weich geklopft hast. Gib ihm den Rest. Tu das für mich. Und du gibst mir mein Gedächtnis wieder. Wie vereinbart. Ich gebe dir mein Wort. Ob er sich daran hält, werden wir am Ende sehen. Schlüssel des Anbeginns. Olympus Colosseum. Oh, es kommen schon Gegner. Okay. Oh nein, jetzt kommen diese Gegner, die ich am meisten hasse. In diesem ganzen Spiel kommen diese Gegner. Wie ich die hasse, diese Gegner. Die Adovamp ist der hässlichste Gegner, den ich kenne. Wie ich diesen Bastard hasse. Okay, da sind noch neue Gegner dabei. Stirb, verdammte! Oh, nicht heilen! Ich brauche bessere Karten, dringend. Okay, Level up. KP brauche ich. Stufe 8. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen leveln. Sets verwalten. Ja, ist ab. Karten hinzu. Nein, Feuer. So. Okay Leute, wenn ihr euch wundert, wo bin ich? Ich bin immer noch da, wo ich am Anfang war. Außer ich habe da was geändert. Ich habe da aus diesem Platz hier einen Speicherplatz gemacht, weil ich da auch noch speichern muss. Und ihr habt richtig gesehen, Stufe 21 bin ich, Leben 215. Sets, ich bin rumgegangen, habe mir ein paar Karten ausgesucht, bin auf Gegenstände gesprungen, bis Karten rauskamen. So sieht jetzt mein Set aus. Karten hinzu, ich habe ein paar neue Karten, das hatten wir schon.
Ardu-Wampe wehrt frontale, frontale Angriffe ab, lässt keinen Schaden durch, verstärkt die Wirkung von Eisangriffen, das hatten wir schon, stockt das Kartenset sofort nach. Karten und Items am Boden sind leichter aufzuheben. Ja, das habe ich hier gefunden, das Heroes-Schlüsselschwert. Und vorher habe ich auch noch eins gefunden. Und KP-Punkte 450. Ich habe ein paar neue Kombos gelernt, Maus weg. Reisekönig, nix Reisekönig, verwechselt, Status. Wie Brutalo, habe ich gelernt. Drei andere Karten, unterschiedliche Typs. Dafür brauche ich noch ein anderes Schlüsselschwert, Betäubungsschlag. Hatte ich schon, Tontaube. Drei Angriffskarten und von einem Wert von 24. Könnte ich eigentlich schaffen. Das sind die anderen, also da, man hat ja Feuer und alles, kriegt man Eis. Ach, Eisklinge habe ich hier gefunden, als ich eine Schatz... Ach, das zeige ich euch gleich. Brüller ist von Simba, wenn man zweimal Simba hat. Magie Donner, das hier und das da. Also, so geht gleich weiter, aber erstmal hier. Ich habe ein paar neue Karten, wie Premium-Karten. Da kann man aus seinen Karten Premium-Karten machen. Der einzige Nachteil ist, es erhöht den Wert der Karte und kann man bei Mogri verkaufen. Das zeige ich euch gleich. Weißer Raum. Das sind diese komischen roten Pilze da. Diese, wie heißen die wieder? Fungis, ja, Fungis. Ihr wisst ja, wenn sie beten oder wenn sie auf dem Boden liegen, muss man bestimmte Zauber auf die spielen. Wenn man das macht, kriegt man bestimmte Items. Momentan habe ich nicht genug Zauber, deswegen bringt mir diese Karte jetzt momentan auch nichts. Starke Initiative, da wird unsere Angriffskarten verstärkt, da sind die Gegner weniger, da kriegt man sofort eine Freundschaftskarte, hier sind die Magiekarten stärker. Als Spisten. Ich glaube auch hier, Stunde des Kämpfers ist auch, achso, das ist das gleiche. Schatzkarte, friedlicher Schatz, als ich das gemacht habe, habe ich die Eisklinge gefunden in der Truhe, Verschnaufpause und Mogri. Den Mogri kann ich jetzt nicht zeigen. Ich glaube, jetzt zeige ich euch kurz mal die Mogri. Hier habe ich schon alles aufgeräumt, die Felder. Ich muss da ein bisschen leveln, ja. Also mal den Mogri zeigen. Ich habe jetzt Zeit. Eins. Kurz mit dem Mogri zeigen. Der ist eigentlich schon wichtig, wenn man jetzt gute Karten haben will. Okay. Kriege ich, finde ich, nichts. Kurze Erklärung. Der Mogri geladen ist ein Etablissement, in dem du Karten eintauschen kannst. Tausche Karten, die du nicht mehr brauchst, gegen Mogri-Punkte ein. Sparst du genug Punkte an, kannst du sie gegen neue Stapel Karten eintauschen. Du hältst einen Kartenstapel gratis, wenn du einen Mogri laden das erste Mal betrittst. Hier hast du ein Kartenset. Kupo. Also, was für Karten kriege ich? 5. Ja, das ist schon gut. Hallihau, Kupo, das darf ein Set sein. Also, es gibt Angriffskarten, Magie, Beschwörungskarten und Items-Karten. Und da kann man alles bekommen. Momentan will ich jetzt Angriffskarten haben, so. Weil momentan fehlen mir so Angriffskarten. Diese Premium-Karte ist mir eigentlich so egal. Ich mache jetzt mal Angriffskarten alles. Okay. Kann auch irgendwas Nettes rauskommen. Ah, okay. Ach, egal. Jetzt tausche ich gegen Karten ein, die ich nicht mehr brauche. Davon habe ich ja sowieso genügend. Muss ja alles einzeln machen, oder was? So, dann so. Okay. Die Premium-Karten sind mir, die kann ich eigentlich alle verkaufen. Die bringen mir echt nichts, Leute. Gar nichts. Diese Premium-Karten sind eigentlich nutzlose Karten, die mir eigentlich vom Wert her nichts bringen. Aber ich wollte euch mal kurz den Mogri-Laden zeigen. Okay, das war da jetzt. Und Sets verwalten. Jetzt habe ich da ein paar neue Karten bekommen, oder? Karten hinzu. Okay. Karten weg. Dann gehen mal kurz die hier weg und die hier. Karten hinzu. Eins davon und... Verdammt. Ah, das ist die Kacke bei diesem Spiel. Okay, dann Karten. Ah, Mann, Mann, Mann. So, so. So, 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 so. Ich glaube, ich zeige euch bald die Eisklinge, die ich gelernt habe. Brutalo kann ich noch nicht zeigen. Tontaube brauche ich Karten mit einem höheren Wert. Und das habe ich jetzt momentan nicht. Irgendeine... Okay, irgendeine Karte. Okay, dann benutze ich einfach die hier. Ach so, das Spezialraum. Ah, okay.
Kann ich momentan sowieso nicht rein. Und hier geht's weiter. Ja, mache ich einfach mal jetzt. Drängende Dunkelheit. Ach komm, wenn ich dazu habe, kann ich auch ein bisschen noch leveln. Die Kämpfe werden sowieso rausgeschnitten. Aber erstmal ein Kampf, wo ich die Eisklinge zeige. Hier einer. Okay, so, so. Okay, das sind gute Gegner, die man jetzt benutzen kann als so, so. Eisklinge. Das war die Eisklinge. Ich hätte gern Brutalo gezeigt, die Attacke ist sowieso heftig, aber momentan kann ich die nicht zeigen, weil ich nicht Karten habe für einen genügend Wert. Okay, das war die... Ach, jetzt kommen noch diese Bastarde. Ich die Halle hasse. Okay. So, 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 so. Okay, der erste ist tot. Der ist auch tot. Und der zerstört den hier. Getötet. Okay, das wollte ich zeigen. Elvita 6. Kämpfe noch. Aber es kommen noch wenige Kämpfe. Oh. Oh, endlich, verdammt. Hat lange genug gedauert. Also diese Premium-Karten nochmal. Diese Karten sind so gesagt nutzlos. Die kann man nur gut verkaufen und das ist eigentlich der einzige Zweck. Man kann die benutzen, aber die kommen nicht wieder. Also normale Karten, die man nur nicht im Combo benutzt hat. Kommen ja einmal wieder. Nur die Aufladezeit dauert ja ein bisschen länger. Aber diese Premium-Karten, die haben man andere. Wenn man die einmal benutzt hat, kommen die nicht mehr wieder. Erst nach dem Kampf. Deswegen sehe ich da keine Verwendung für die. Die sind eigentlich für mich so nutzlose Karten, die kein Mensch braucht. Oh, König Daniel 4. Okay, noch eine. Und zwei. Okay, dann haben wir das jetzt auch. Jetzt gucken wir mal, was für eine Tür da oben ist. Tür? Ah. Okay, brauche ich einen Wert von... So, haben wir den auch. Wir müssen jetzt nur einfach die Karte benutzen, die wir gleich bekommen. Und das Leveln hat was gebracht. Mehr HP. Und habe ich dann weniger Probleme dann. Die Tür machen wir jetzt auch gleich mal. Irgendeine rote Karte, damit sich einfach die hier. Und wie groß ist der Raum? Weltkarte. Okay, dann haben wir das meiste schon geschafft. Speichern die mal ab. Okay, gleich geht's mit der Story weiter. Und wenn ihr irgendeine Erklärung wollt, PN schreiben, dann erkläre ich euch das. Ich benutze einfach die hier. Die ist sowieso... Die ist sehr hilfreich, wenn man keinen Bock hat zu kämpfen. Oh, Phil. Philly. Nanu, wo kommt ihr denn her? Guckt die Nase euch an. Ihr habt doch wohl nicht etwa den ersten Lauf geschafft. Na klar, und jetzt gewinnen wir das Turnier. Na klar doch. Dann seid ihr richtig. Obwohl ihr gegen Herkules keine Chance habt. Warum nicht? In drei Worten. Ihr seid keine Helden. Lern mal zählen. Da irrst du dich. Stimmt, das waren vier Worte. Gut gemacht, Goofy. Nicht das. Ich meine, wie sollen wir beweisen, dass wir Helden sind, wenn man uns nicht lässt? Herkules. Er hat recht, Phil. Sie haben die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Da hast du völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Natürlich können wir die Spiele auch jederzeit absagen. Abgesagen? Wieso denn? Oder wozu denn? Phils erster Kurs war so schwer, dass ihn niemand sonst geschafft hat. Nur ein Ente, ein Hund und ein Mensch. Stimmt das? Dann ist doch alles Paletti. Wir machen mit. Dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Na gut. Mit riesen roten Popo. Okay, ihr habt mich überzeugt. Und so läuft es, Kleiner. Ich heiße Sora, nicht Kleiner. Respekt erschaffen so. Ja, schon gut. Sora, da du mit deinem Team und Herkules die einzigen Teilnehmer seid, sind sie nicht, sagt der Blondschaf. Die Spieler haben einen neuen Horrorspieler namens Cloud. Je mehr, desto besser. Jetzt werden die Spiele langsam wirklich sehenswert.
Ich freue mich schon drauf, aber rechne nicht damit, dass ich Gnade walten lasse? Keine Sorge, ich kann einstecken. Geben wir unser Bestes. Genau. Okay, dann heißt es also auf in den Kampf. Aber zuerst muss ich noch die Regel erklären. Regel Nummer 1. Wer zuerst durch den Hindernislauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2. Bei einem Gleichstand entscheidet ein Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Und Regel Nummer 4. Alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. Ja, die vierte Regel muss nicht sein. So, genug geredet. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Los! Goofy, lauf mal schneller. Schlüssel der Vorsehung. Speichern wir ab. Und nein, Leute, ich habe nicht Overlevel. Das ist ein passendes Level, so gesagt. Aber ist schon etwas extrem. Beim anderen Spielstand war ich Level 70. Ich bin jetzt schon 20. Und bin gerade nur bei der zweiten Welt. Extrem, extrem. Vielleicht wird sich das noch ändern. Vielleicht bin ich auch schon bei der dritten Welt auf Level 50. Wie ich mich kenne, werde ich das auch schaffen, wenn ich das will. Nur wenn ich das will. Cloud ist da. Wow, nett von ihm zu warten, bis wir ihn eingeholt haben. Goofy, du bist zu naiv. Erwartet nicht. Regel Nummer 3 besagt doch, es ist erlaubt, den Gegner auf den Kurs zu behindern. Er möchte seine Chance verbessern. Steckt die ruhig wieder weg. Ich bin nicht auf einen Kampf mit euch aus. Also lauft weiter. Siehst du, er wollte nur, dass wir aufholen. Jetzt haben wir aufgeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Stimmt, warum eigentlich nicht? Okay. Bist du ganz sicher? Ich bin nicht wegen des Turniers hier, sondern wegen Herkules. Heute verliert er mehr als nur den Wettkampf. Heißt das aber warum? Was hat er dir angetan? Hier geht's ums Geschäft, also halt dich da raus und gewinn das Turnier. Das ist so schwer. Weißt du, was du da tust? Ja, mit dem Schlüssel spielen. Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Du bist nicht der Einzige, der Herkules besiegen möchte. Ach, jetzt kommt ein Katerkampf. Großer Fehler. Okay, jetzt beginnt der Kampf. Der ist schon etwas tricky. Okay, jetzt machen wir einfach mal Eisklinge. Was? Verdammt, Mann. Ich dachte, meine Eisklinge funktioniert jetzt. Fick dich, du scheiß Opfer. Da heilen. Goofy Tackle. Und so. Aufladen. Und so. Lern mal treffen, Digga. Triff ihn. Gut so. Und komm. Jetzt kommt Goofy, muss den letzten Schlag geben. Dann ist seine Ehre. Ja, Mann, Goofy, der Hund hat dich platt gemacht. Und wir kriegen High Potion. Leichter Kampf, wenn man gelevelt hat. Wo ist Cloud hin? Er läuft auf das Ziel zu. Wir müssen nach. Ja. Din 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 din. Schlüssel zur Wahrheit. Din 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 din. Darf ein Z sein. Ja. Ja, komm, wir gucken mal. Vielleicht kriege ich jetzt was Gutes. Wieso hoffe ich mir eigentlich etwas, was nicht kommen wird? Egal, später werden es gute Karten sein, wenn man mehrere Welten besucht hat. Die Mogelpunkte behalte ich jetzt mir. Als ich das durchgespielt habe, habe ich sehr viele Mogelpunkte verschwendet. Aber jetzt weiß ich ja, wie das alles funktioniert. Jetzt weiß ich, wie man das Fältchen schaukelt. 20 Minuten schon. Dieser Part wird extra lang. Du hast verloren, gib auf, Cloud. Wir sind noch nicht fertig.
Ich kann nicht für deine Sicherheit garantieren, wenn wir so weitermachen. Sorge dich um dich selbst. Ich habe den Eindruck, dass du langsam müde wirst. Merkur sieht irgendwie so unterbelichtet aus. Keine Sorge, ich helfe dir. Sora! Hol dir so viele Unterstützung, wie du willst. Ich mach dich fertig und hol mir meine Erinnerungen wieder. Hä? Deine Erinnerungen? Hey Claude, wir wollen doch nicht die Katze aus dem Sack lassen. Hades, du? Du hast dich zu teuer gehandelt, Claude. Du hast ihn nur müde gemacht. Das macht sich in deiner Leistungsbewertung gar nicht gut. Mit anderen Worten, du, mein stoppelhaariger Freund, bist gefeuert. Meine Erinnerungen, wir hatten eine Abmachung. Wie kann man so einer hässlichen Fratze vertrauen denn? Hast du wirklich gedacht, du kriegst deine verlorene Erinnerung einfach so zurück? Wie naiv von dir. Du hast jetzt Sendepause. Diesmal kümmere ich mich selbst um Herkules. Bams. Hey! Regel Nummer 5. Es ist nie zu spät, in die Spiele einzusteigen. Hades, du hast von Anfang an dahinter gesteckt. Schön, dass du das auch bemerkt hast, Herkules. Claude mag es nicht gelungen sein, dich zu besiegen, aber er hat dich ausgelaugt. Plan B tritt in Kraft. Pack zusammen, Herkules. Du hast gerade eine Freifahrt in die Unterwelt gewonnen. Ich zahle. Den Busticket. Moment, du Hitzkopf. Erstmal musst du durch den Hund und durch die Ente und durch mich hindurch. Sora, nein. Hey Herkules, wie können wir uns messen, wenn du in der Unterwelt bist? Haha. Gute Frage, Kleiner, aber die Antwort liegt nah. Du begleitest ihn einfach. Okay, Boss folgt. Regel Nummer 6. Es gibt keine Regeln. Hahaha. Lach jetzt darüber, du Fettkopf. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als ich hier gespielt habe, verloren habe. Jetzt weiß ich ja, wie man das kennt. Lern mal zielen, Mann. Ich hasse den. Okay, ich habe deine Idee. Ich mach dich fertig, du Bastard. Wozu habe ich wohl die Eiskringe gelernt? Für solche Fälle hier. So, und weg mit. Deswegen gibt es die Nullkarten. Ich darf kein Feuer einsetzen. Donald, bitte. Egal, er hat mich geheilt. Das ist was Gutes. Oh, Mann. So. Verdammt! Hab ich Feuer auf ihn gemacht? Nein, oder? Ach, was willst du eigentlich, du Schwanzkopf? Und so, Mann. Fettkopf. Dachte, woher kann ich dir besiegen? Ich bin nicht wie früher. Ich hab jetzt gelernt, wie man richtig kämpft hier. Diese Stufe brauche ich nur 76. Okay. Was? Die Spiele wurden abgebrochen? Wieso dann das? In 4 Worten. Alle sind erschöpft. Das waren diesmal 3. Moment mal, das waren 3. Soll das ein Witz sein? Und was wird aus meinem Match gegen Herkules? Tut mir leid, Sora, aber in dem Zustand, in dem ich bin, würdest du nicht auf deine Kosten kommen. Lass uns gegeneinander antreten, wenn ich wieder fit bin. Kannst du warten? Ja. Das ist sowieso alles eine Illusion. Okay, ich nehme dich beim Wort. Abgemacht. Sora, hier drüben. Er kommt wieder zu sich. Claude ist wieder wach. Alles okay? Ja. Tut mir leid, dass ich euch die Spiele versaut habe. Hey, hoffentlich findest du deine Erinnerung wieder. Vergiss Hades Worte. Manchmal erinnern einen die kleinsten Sachen an das, was man ewig schon vergessen hat. Stimmt. Wenn es eine wichtige Erinnerung ist, ist sie nie für immer weg. So sehe ich das jedenfalls. Okay. Tada, Karte bekommen. Hier für dich, weil du mir geholfen hast.
Die Karte ist richtig geil. Bist du sicher, dass du nicht lieber mit uns kommen willst? Ja, Mann, komm mit uns. Tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert. Cloud erhalten. Okay, wir haben Cloud erhalten. Gut so. Und Mogri-Punkte sammeln, das ist auch was Gutes. Und ich glaube, es kommt gleich noch ein Kampf. Warte mal, erstmal Cloud angucken. Cloud. Wenn man davon sehr viele hat, ist er sehr, sehr heftig. Ich brauche 31. Kann ich ein paar Karten rausnehmen? Ja, eigentlich, oder? Ach, das mache ich später mal. Okay, erstmal speichern. Wir sehen uns das nächste Mal.